Mit dem heutigen 0:3 gegen den FC Bayern München hat der VfB Stuttgart die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel der Saison verbucht. Zudem konnten die Schwaben noch kein einziges Tor erzielen. Die wenigen Impulse nach vorne, für die Anastasios Dounis heute sorgte, nahm aber Cheftrainer Tayfan Korkut überraschend raus. Die Entscheidung, den 22-jährigen griechischen Nationalspieler in der 57. Minute für Erik Tommy aus dem Spiel rauszunehmen, wurde deshalb verständlicherweise von den heimischen Fans mit einem Pfeifkonzert begleitet, das dem Trainer galt, braucht Tayfan Korkut seinen angesammelten Kredit aus der vergangenen Saison langsam auf. Der 44-jährige gebürtige Stuttgarter rechtfertige die Auswechslung nach dem Spiel wie folgt: Wir meinen, wir wollten Spieler bringen, die uns mehr Ballbesitz garantieren, weil wir in der Phase gesehen haben, dass es immer schwerer wurde, geordnet aufzurücken. Wir haben uns daher dafür entschieden, Tommy und kurz danach Dedavi zu bringen. Dounis Aussichten auf Spielzeit haben sich mit der neuen Saison nicht verbessert, der Spielstil und das System unter Korkut bevorzugen andere Stürmertypen. Fürs Erste wird der Offensiv-Allrounder aber weiter versuchen müssen, sich mit seinem Tempo und seiner Torgefährlichkeit für weitere Einsätze zu empfehlen. Punkt. Wird er seine vielen starken Ansätze jemals in regelmäßige Spielzeit ummünzen können?